Shalom Aleichem in unserer Parasha, Parashat Truma, die letzte Pasuk, lekol klei mishkan bechol avodato, zu allen Werkzeugen der Wohnung in ihrer ganzen Bedienung, auch alle Pflücke und die Pflücke voraus von Kupfer. Kol itedot echatzer nechoshet, also alle Pflücke, das voraus, Vorfuß, Unterzelt, waren aus Kupfer. Rashi, zu alle Werkzeug zu der Wohnung, so wie Hammer und die Pflücke zum Säulen. Die Pflücke waren aus Riegel von Kupfer. Und jetzt kommt etwas Rashi, sehr interessant. Rashi sagt, ich weiß nun nicht, ob die Pflücke in die Erde geschlagen waren oder zu fest gebunden wurden und herbingen. Und ihr Gewicht, die Summe, die Teppich bewahrten, dass sie nicht im Wind bewegten. Ich meine aber, ihr Name beweist für sie, dass sie nämlich in die Erde geschlagen wurde. Dann darum werden sie Pflücke genannt. Es gibt eine große Diskussion, wie war die Stiftzelt gebunden zu der Erde? Viele sagen, es war so eine Yated, so eine Pflock aus Holz und das war in die Erde. Ich habe auch eine Frage. Du hast auch eine Frage? Ja, was? Es war ja in der Wüste, ja, wenn man sie gebaut hat. Aber in der Wüste, der Sand ist ja nicht hart und es kann nicht sowas halten. Okay, also dann muss das irgendwie in die Erde da sein. Oder gebunden mit Wind auf etwas. Doch, es gibt ganz tiefes überall Platz. Also wenn, ganz tief, dann ja. Wir haben sie so tief geschafft. Okay, warte. Das ist genau die Diskussion jetzt, ob es war in die Erde Kupfer oder Holz. Und deshalb sagt Rashi, ich weiß es nicht, ob die sie waren in die Erde geschlagen oder sie waren so draußen gebunden mit einem Seil, damit sollen sie nicht fliehen in dem Wind. Baruch atah in der Leinu melech olam shakon mitvore. Dass es war schwer und sie waren gebunden mit einem Seil. Okay. Der Rebbe sagt, diese Diskussion hat sehr viele halachische Bedeutungen. Aber der Rebbe will jetzt reden über die Idee. Einer von den großen Unterschieden zwischen dem Mishkan, die permanente Zeitweile Gottes Haus und Bet HaMikdash, was hat man gebaut in Jerusalem, später David und Shlomo, ist, dass in die Stiftzelt hat man alles genommen von Vegetation und Tiere. Also hat man genommen alles von Vegetation und Tiere. Azei Shittim, Holz von Shittim, Arasim, Zerde, Yeriotizim, Ziegen und alles, was steht in der Parasha. Und Bet HaMikdash wurde geschafft von Steine. Also man sieht bis heute Baruch Hashem in Jerusalem, das ist schon riesige Steine. Deshalb sagt der Rebbe, Bet HaMikdash ist viel heiliger und größer und stabiler, weil es kommt bis die untere Teile von die Welt. Also die Welt ist gebaut von vier Teile: Gegenstände, Domäne, Erde, Vegetation, Lebewesen und Menschen. Und die Mishkan wurde geschafft von Vegetation, von Pflanzen und Tiere, also Haut und
Wolle und alle gute Sachen. Und die Bet HaMikdash wurde mit Steinen gemacht. Aber auch in dem Mishkan war ein Heiligtum, auch in dem Boden. Woher wissen wir? Es steht geschrieben, wenn es war eine Frau, Sota. Sota ist eine Frau, die ihren Mann verdächtigt, dass sie ist nicht ehrlich und nicht loyal zu ihm. Dann hat man sie gebracht in Bet HaMikdash, so wie es steht geschrieben in 4. Buch Mosche. Und sagt die Tora in 5. Buch, in 4. Buch Mosche 5, 17, soll man nehmen von die Erde in Karka Mishkan, also soll man nehmen Erde von dem Boden und da soll man legen in dem Gefäß und soll sie davon trinken. Also man nimmt nicht Sand von Ostparkspielplatz, man nimmt Sand von die Mishkan. Das heißt, die Mishkan hat auch geschafft, dass die Gdusha, die Heiligtum, die Hashems präsent ist auch gekommen in die Erde. Sagt der Rebbe, das ist die Überlegung von Rashi wegen die Pflücke, wegen diese Dinge. Ob sie waren in dem Boden, dann die Gdusha kommt rein in die Erde oder nicht. Wenn sie waren gebunden zu der Erde, dann war das wirklich eine Verbindung zwischen Gdusha und zwischen dem Boden. Und der Boden wurde heilig und darum kann man nehmen Erde, um zu checken die Frau. Aber Rashi neigt zu sagen, dass diese Kupferpflücke waren doch eingebunden tief zu der Erde, um zu zeigen, dass Hashem will alles verbunden zu der Erde. Und durch die Mishkan wurde auch die Erde heilig geworden, die Boden von der Wüste. Und später Bet HaMikdash wurde geschafft von Steinen. Kann die Gdusha kommen zu dem physischen Ort? Steht geschrieben in Jeheskel beim Prophet, dass seitdem der Tempel ist zerstört, in jedem Lehrhaus, in jedem Synagoge, in jedem heiligen Ort, die Gdusha von Mishkan und Mikdash beleuchtet. So steht geschrieben. Das heißt, wenn ein Mensch ist beschäftigt mit Torah und Mitzvot, er hat eine Möglichkeit, Gdusha zu bringen in die Sachen, die ihm dienen. Das heißt, dass auch die Synagogen und Lehrhaus im Ausland, die sind ein kleiner Tempel, kleine Bet Mikdash, weil man sitzt dort und man lernt Torah und man betet. Die Wände werden heilig und es wird Mikdash. Steht geschrieben, wenn die Geula wird kommen, wenn Moschiach wird kommen, alle heiligen Plätze in der Welt werden sein ein Filiale von Bet HaMikdash. Es gibt so eine Firma, also sagen wir irgendeine große Firma, und es gibt dort, wo sie sitzt, und es gibt ihre kleine, zum Beispiel es gibt das Land Deutschland, in jedem Land gibt es, in Zypern, in Budapest, überall gibt es eine Diplomat und Konsulat von Deutschland. Jetzt. Filiale. Jetzt, wenn einer ist ein Deutscher und er ist in Zypern und er ist in Gefahr, man will ihn nachjagen, man will ihn töten. Wenn er geht rein in die Konsulia von Deutschland, dort drinnen, niemand kann ihm was tun. Warum? Weil dieser Boden dort, wo ist die Konsulat, wo ist die Diplomatie, das ist Boden von Deutschland. In Zypern. Das ist Boden von Deutschland in Ungarn. Das ist Boden von Deutschland in Uganda. Genauso Israel. Nicht jetzt politisch, territorisch, sondern geistlich gesehen. Wenn Bet HaMikdash ist die größte Regierung und Moschiach wird sein der Anführer von der ganzen Welt, dann jeden Ort in dieser Welt, wo dort betet man oder man lernt Torah, es wird sein eine Bunden zu der Erde. Deshalb ist es wichtig zu bauen. Gerade dieser Schabbat, es ist für mich ein großes Privileg, dass unsere Leute in unserem Zelt, wo es, man baut jetzt ein neues Zelt, genau passend und aktuell zu unserem Wochenabschnitt. Und ich muss dir sagen, dass das ist das einzige Mal in die Torah, wo es steht geschrieben, das hat man gesammelt Spende und es war genug und noch geblieben. Aber auch bei unserem Zelt hier
neben dem jüdischen Altenheim ist dieselbe Wunder passiert. Es gibt genug und Überfluss. Baruch Hashem, die Leute wollen noch drinnen bauen so eine Bühne für die Torah und schöne Stühle und alles. Also die sind schon voll heiß. Sie sollen es machen und in die Hände nehmen. Aber was sehen wir? Dass Menschen im Großen und Ganzen haben einen Bedarf zu heiligen, ihre kommerzielle, weltlichen Welt. Nicht nur Geld verdienen, sondern außer Leben und die Familie zu ernähren. Nicht nur das Geld als Ziel, sondern zu geben Tzedakah und zu machen Mitzvot. Und so kann der Mensch in jeder Sache bringen die Kedusha. Ich nutze diese Gelegenheit, zu bedanken an alle Leute, ohne Ausnahme und ohne Namen. Weil jeder, der hat das was gemacht, hat er gemacht Schuschu, gemacht, getan. Und es gibt viele Leute, die viel mehr tun, als andere, die reden. Möchte ich an alle, die tun, die reden, sogar die denken, was Gutes zu tun, zu sagen Toda Rabba. Weil eine gute Gedanke ist schon gezählt. Und ein größer Yisher Koach und ein größer Dank an alle, die bauen uns ein schönes Zelt. Und bald, so Gott will, werden wir gemeinsam in dem Zelt beten. Und hoffentlich, dass diese komische Zeit wird vorbeigehen, dass wir zusammen in die Synagoge beten. Und dass die Synagoge soll werden eine Filiale von Beit HaMikdash. Moschiach soll kommen und unser Beit HaMikdash soll sein ein Teil von Beit HaMikdash. Und dass wir einmal über schöne Wochenende nur pilgern nach Jerusalem hin und zurück. Amen. Um zu sehen, wie man feiert das in Beit HaMikdash. Bimera b'yameinu. So kann jeden Mensch auch bei sich im Stub zu machen ein Stückel Mishkan, ein Stückel Stiftzelt. Aber das Wichtigste ist, das zu verankern. Spielt keine Rolle jetzt mit Holz oder mit... Ich habe gebeten, einen Freund von mir, einen guten Freund, Alon, ich habe gesagt, hör mal zu, ich brauche einen guten Pflücke. Warum? Weil ich will zu Hause immer eine Erinnerung haben, dass es reicht nicht nur, die Sachen theoretisch zu haben, man muss sie auch, wie man sagt, es gibt Leute, die rennen Wochen auf den Berg und wenn sie kommen oben auf den Berg, legen sie eine Flug. Oder Leute sind gekommen zu der Levone, zu Dämon. Was haben sie gemacht? Die erste Sache haben sie, das ist die Idee, dass der Mensch hat eine Möglichkeit in der Welt Erde zu machen. Seine Idee, dass die Ideologie von dem Mensch wird verankert mit der Erde. Deshalb sagt Rashi, wie war seine schöne Sprache? Ich meine aber, ihr Name beweist für sie, dass sie nämlich in die Erde geschlagen wurde. Dann darum werden sie Pflücke genannt. Weil Yated bedeutet eine Pflücke in die Erde. Ich kann dir nur sagen, es gibt in Israel eine religiöse Zeitung von den litwischen Juden. Und die nennen ihre Zeitung Yated Neeman, treue Pflücke. Also weil sie denken, wenn sie durch ihre Torah lernen, die lernen auch viel Torah. Weil sie haben gute Yeshivot und viele Leute, die lernen. Und sie haben so eine Zeitung, Yated Neeman. Und das ist die Idee, zu sein eine loyale Pflücke in dieser Welt. Shkoyach und einen guten Shabbos.